Gut. Jetzt sind wir da. Wollen wir da wirklich runter? Tun wir das wirklich? Schneidet uns auch keiner das Seil jetzt ab? Oder bringt uns in Gefahr, obwohl wir eine schwangere Frau zu Hause haben namens Emma? Ich sehe es schon kommen. Wo ist die Mütze? Ich warte darauf. Komm, Bruder. Es sei denn, es ist zu kurz. Wir kommen nie wieder zurück. Das gibt's nicht. Warum tun wir das? Achso, dann brauche ich den erstmal. Bin viel zu klein, ne? Bin viel zu klein für die Scheiße. Kann ich immer noch nicht? So. Jetzt will er das. Und wuff. Und Zug. Und mit Schwung hin. Ja. Ohne festzuhalten. This looks like ruins of some big building. What could have happened here? Ja, ich würde mal sagen, es ist angekokelt. Oh, Entschuldigung, ich bin jetzt ein bisschen hier verrutscht. Ich vermisse irgendwie unseren kleinen lieben Poltergeist. Der Typ wartet doch auf uns hier. What the hell is he up to? Da hinten. Kommen wir aber jetzt gerade so nicht hin. Müssen wir irgendwie andersrum. Hier ist doch bestimmt noch ein anderer Weg. Da. Sag jetzt nicht, er darf uns nicht sehen. Ich nehme an, hier ist einfach. Da ist er. Where did he go? Who is he? What did he hide here? I need to turn that safe around somehow if I want to reach it. I can't move it with my bare hands. Mit meinen bloßen Händen nicht, aber ich kann ihn doch ziehen. So, dann brauche ich jetzt irgendwas. Ich hätte ihn doch runterschubsen können. Irgendwas. Nee. Jetzt müssen wir uns hier wirklich umsehen. Das ist ja fies. Charred ruins. The Soviets want all this country to look like that. Ja, nein. Ich weiß ja nicht genau, wie deine Vergangenheit abgelaufen ist. Zeigt aber auch nicht an, wo ich hin muss jetzt. Da. Was ist das? Anschauen. Da jetzt. Achso, ja. Könnte sein. Wegwerfen. Ich folge jetzt mal der Spur hier. Damn, I'm not really scared of heights, but I gotta be careful. Entschuldigung, der Jumpscare war ein bisschen langweilig. Hätte ich jetzt was finden müssen? Oder habe ich jetzt irgendwie Kräfte bekommen, von denen ich noch nichts weiß? Was habe ich denn hier? Ich könnte es doch runterschubsen.
Komm, verarsch mich nicht. Ich muss doch hier irgendwas finden. Ja, tue ich doch gerade. Normalerweise ist sowas immer direkt auf dem Weg. Was ist das da? Also es ist die Farbe. Das Ding kann ich ja nicht mitnehmen. Anschauen, rotieren. Sinnfrei. Habe ich hier irgendwas verpasst? Ja, ich habe was verpasst. Entschuldigung. Das lag aber auch ein bisschen komisch. So. Das ist aber auch hier so eine Fummelarbeit. Jetzt. Und jetzt bricht er ab. Oh, weg da! What is this place anyway? What's in this damn safe? So. Gut, das gucken wir uns jetzt doch an. How do I open it? Maybe I can find something in this room. In welchen Raum? Habe ich eine Taschenlampe? Wieso sollte hier jetzt ein Code sein? Da. Durch Zufall, oder wie? Z. 12, 2, 3. Es ist aber nichts Verborgenes, was sich offenbar wird. Ach, hier ist noch was. Hier noch irgendwas? Irgendwas Schönes? Hier geht's noch weiter. Das ist nicht schön. Das ist furchtbar. Oh, hier geht's wohl noch weiter. Oh, voll ins Fressbrett. Falsch. So. Hoch mit dir. So, das haben wir schon mal auf. Hier ist doch bestimmt irgendwas Schönes. Da. Looks like someone noted the combination to the lock here. Which numbers do I need, though? Oh, fuck. Oh, ein schönes Rätsel. Was fehlt? Ach du Heilige. So, hier fehlt. How the hell am I supposed to make anything out of that? Die 5. Das muss ich mir notieren. Kleinen Moment. Ich habe mein schlaues Notizbuch wieder mit. 2, 3, 4. An der zweiten Stelle ist die 5. Dann weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Erste Stelle ist die 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 immer. 6 ist die vierte Stelle. 1. Noch irgendwas Schönes? Nee. Was bist du? Ein Totenkopf. Das ist sehr erfreulich, Totenkopf. Huch. Das war schon wieder in mein Maul. Das war einfach. So. 7. 7. 5. 1. Und 6. So. Sesam, öffne dich. So. Was ist da drin? Ein Zettel. Wieder ein Tagebuch, beziehungsweise ein Tagebuchseite.
Ja, ist der Tag, Alter. Judge tried to strangle me, and he would have succeeded if it wasn't for. Nein, Kapitel 6. Nee, gut, Leute, dann war es das jetzt erstmal für heute. Und wir werden hier jetzt das nächste Mal halt weitermachen, logischerweise bei Kapitel 6. Und gucken mal, was der Richter jetzt genau fabriziert hat und was wir von ihm halten sollen. Denn ich bin mal gespannt. Ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr zuschalten würdet. Und denkt daran, einmal den Like-Button, falls es euch gefallen hat. Und nicht vergessen, Abonnier-Button, der ist nicht schwer zu finden. Meistens Bild unten links, Video unten links. Und Jungchen, bin ich ganz traurig. Aber das stört ja meistens gar keinen. Dann mache ich trotzdem weiter Videos. Ich gehe euch weiter auf den Sack. Und ihr könnt mich auch sonst weiter ignorieren. Das stört mich auch ganz wenig. Aber ansonsten, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.